6 Metern Seehöhe, klarer, wolkenloser Himmel, keine Beschwerden, morgen Gipfeltag, Ende. Sprich zu uns, Franz. Mit vollem Mund sollen wir zwar nicht essen, aber wurscht. Reden. War auch gerade beim Frühstück. Ja. Eigentlich in sehr guter körperlicher Verfassung für den morgigen Gipfeltag. Tut er die Höhe weh? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ne? Perfekt. Weitermachen. Bernhard, eure Haut. Also, Ralf, der Körper ist noch erstaunlich gut, obwohl wir schon 4300 Meter Höhe sind. Das geht mir selber ganz gut. Ich habe gedacht, ich habe viel Kopfweh, aber das ist Gott sei Dank nicht der Fall und ich bin für morgen zuversichtlich. Perfekt. Das ist die richtige Gesinnung. Morgen, Herr Dattinger. Servus. Ich glaube, wir packen es möglichst bald, oder? Ja. Bis es vorbei ist. Von hier aus, von 4-1? Nein, von hier. Machen wir es wie vorgesehen, glaube ich. Und wie ist es vorgesehen? Bis zu den paar Stuckkopfbösen. Moment, sieht man die da oben? Da oben sind die, genau, ja. Morgen packen wir. Wie hoch sind diese Felsen? 4,6 sag ich mal, wie auch immer. Oder 4,9. Genau, 4,9. Wir sind alle perfekt informiert. Alles klar, ja. Jetzt zum einzig Informierten in der Truppe, Pep, der Seeräuber. Schon langsam aber sicher kann man den Gipfel Schritt für Schritt näher. Und ich hoffe, dass wir morgen aufkommen. Ne? Selten ist es so anstrengend. Und ich glaube, es war nie so anstrengend, zwischen zwei Brüsten sich durchzuarbeiten, wenn man kurz ihn aufnimmt. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe eh schon geschrieben, es ist ein mammografischer Berg. Ja. Aber ich hoffe, wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen, glaube ich auch. Moment, jetzt werde noch ich kurz mich selbst ins Bild bringen. Ich habe zwar nichts mehr Gescheites zu sagen. Wo bin ich? Ah, hier. Ja, verkehrt, wie üblich. So, ja, das bin ich. Ich habe nichts Gescheites zu sagen. Ich glaube, wir schaffen das leicht. Ich sage, wir werden in ungefähr 6 Stunden den Gipfel erreichen von den Felsen. Ist das realistisch? Müsste gehen, ja. Im Hintergrund ist das Hauptbeförderungsmittel dort. Ja. Wir sind übrigens die einzigen, nahezu hat man den Eindruck, die sich wirklich by fair means diesem Berg nähern. Alle anderen haben zumindest irgendeine Aufstiegshilfe benutzt, unter anderem die hier zu sehenden Radtrucks. Es ist hier sowieso rundherum recht viel Infrastruktur. Das heißt, mit den bisherigen Bergen hat das nicht viel gemein. Ende.